Zurück in The Witcher 3. Ich habe mich ein bisschen erholt mit der Pause von dem Hattori Hanzo-Hass, nachdem er mich so mies in diese ewig lange Questreihe gelockt hat. Und was habe ich bekommen als Belohnung? Ein scheiß Schwert. Ja, das hat mir nicht gefallen. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Korinthia. Ja, das Spiel verschweigt es jetzt auch. Das ist zum tausendsten Mal diese Einführung, als wäre das gerade das mit dem Hattori verschweigt es nämlich. Besser so. Rittersporn wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Ja. Ja, hier war das letzte Mal die ganze Hattori-Geschichte. So, was machen wir stattdessen? Mit dem Hurensohn haben wir eigentlich alles Mögliche schon gemacht. Ja, ich bin nicht ganz sicher, was jetzt der richtige... bei der Hurensohn-Quest die richtige nächste Station ist. Weil wir hatten ja eigentlich unten bei diesen geheimen Arena-Kämpfen schon ausfindig gemacht. Ich weiß nicht genau, was das jetzt noch soll. Das ist jetzt hier in der Nähe. Guck mal kurz in dem Casino, wie sich das jetzt noch auf die Questreihe auswirkt. Aber eigentlich haben wir da gesagt, viel schon erledigt. Vielleicht kann ich zwischendurch ein bisschen mein Inventar ausmüllen. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Ja, ein paar Schnabelschuhe. Gut. Zeig mir, was du das hast. Genau. Guter das, Mann, was ich das habe ich nicht. Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. So, bisschen Scheiße verkaufen. So, diese Standardgeschichten, die man eh nicht will. Da brauche ich gar nicht groß drauf gucken. Die wiegen auch immer so viel. So. Das hat das Hattori-Schild jetzt mitverkauft, oder was? Hä? Aus Versehen? Nur wie gerade Langschwert, Welener Langschwert? Nee. Hä? Hab ich das im Hass schon direkt weggeschmissen? Habe ich das angelegt? Ich glaube, es glaube ich angelegt. Das kann auch sein. So, raus. Also ich kann ja noch reparieren. Gut. Oh, nee, kann er überhaupt nicht. Sein Händler. Ah, guter Mann. Schon wieder völlig überfordert. Schnell weg hier. Bis dann. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. So, wir schauen mal kurz ins Inventar. Glanz einmal. Noch wie gerade Langschwert. Hö? Wo habe ich denn das Hattori Hanzo? Hä? Habe ich einen falschen Spielstand geladen? Hab ich letztes Mal nicht gespeichert? Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Oh. Haha, ich habe letztes Mal nicht mal gespeichert nach der Aktion. Das war's. Ich habe dann davor irgendwo... kehre später zurück. Ich habe da nicht mal gespeichert. Wahnsinn. Ich habe letztes Mal so einen Hass gehabt, dass ich das Spiel direkt nachdem ich das Schwert bekommen habe, ja ausgemacht habe. Und habe dann vorher nicht gespeichert. Naja, so weit ist es jetzt zum Glück nicht. Ich muss ja nicht zurück. Ich habe jetzt nicht viel verloren. Zum Glück. Ich hatte gerade erst die Wäsche aber wo waren das jetzt nochmal? Muss ich auf die Karte schauen. Weltkarte. Der Hattori ist doch hier, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Dieses verdammte Blut geht nicht so einfach raus. Warum bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier überhaupt? Was habe ich denn hier gemacht? Das muss ich tun. Das ist alles seltsam. Da habe ich anscheinend irgendwie Leute verhauen. Ein Kunde mit Verstand. Wegen Leichen, egal, Leichen plündern. Ich habe die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, hier Leute verhauen zu haben. Vielleicht haben die sich auch selber verhauen. Oder wurden sie anders verhauen? Das Stichwort ist Verhauen. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafe? Kann ich hier rüberhüpfen? Gegen Hüpfen nochmal. Gegen Hüpfen nicht mit X? Ich bin schon wieder völlig raus. Wache! Wache! Spring, B. Okay, doch, so. Okay. Wache, Wache. Ein guter Tag für Geschäfte.
Was? Was soll das? Was soll das Gesicht? Die besten Fu... Nicht rein... Oh, Sir. Sehr gut. Zeig doch mal. Was ist denn Schönes? Hat er irgendwas Geiles vielleicht? Okay, ein Level 8 Schwert. Aber für ein Level 8 Schwert ist das ziemlich gut. Die manche ja viel Zeug haben. Wie viel würde das denn kosten? 2600. Alles klar, Mann. Sehe ich ganz genauso. Ja, vielleicht ein andermal. Ne? Bis dann. Die gleiche Kacke wie üblich? So. Kriegst du niemals neue Ware? Haut ab! Obacht! Hab ich den Termin. Na, gehen wir über die Brücke. Keine Lust, mir die Hose nass zu machen. Leute wegrempeln, die haben es verdient. Die steckt noch mit dem Hattori unter einer Decke. So viele Elfen, die leben durch die Stadt. Den einen aus dem Siegelstein der Fisch. Boah, wie weit ist denn das weg? Der erwartet dich, du Mutant. Jetzt bin ich fast da. Du hast kräftige Schenkel, Freunde. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Das kennen wir ja alles schon. Ist mein Schwert. Ja, sieh. Na, Tifa. Ich. Vielleicht kann ich was anderes machen. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Vielleicht baue ich mir jetzt irgendwas anders von ihm wenigstens. Falsche Handwerker. Also. Ups, ich gehe mal nach oben. Ah! Scheiße. Also, so die Brustbolzen, Handschuhe macht er nicht. Handwerkzutaten will ich jetzt auch gerade nicht. Was kostet mich denn sowas immer? Okay. Die Martyriumplatte, dann. Das Erz habe ich immer. Ja, das ist zu kompliziert, dieses ganze Crafting-Ding, ist kein Bock. Heft. So. Glanz. Glanz habe ich doch schon, oder? Genau, das, mein Schwert heißt doch schon Glanz. Okay, das habe ich also praktisch schon, das Silberschwert. Dann gibt es das Greifensilberschwert. Das braucht Stufe 7. Aber das kann man irgendwie upgraden, oder? Und Torhern. Das wäre mal was. Das könnte ich mir schon bauen. Meteoritensilberbarren. Ganz kurz gucken, ob ich mir den bauen kann. Meteoritensilberbarren. Kann ich mir sogar bauen. Ein... Man braucht Meteoritenbarren und einen Silberbarren. Ich kann mir, da könnte ich mir sogar mehrere von machen. Silberbarren kann ich mir auch mehrere machen. Boah, das ist immer so ein bisschen anstrengend. Da musst du erst aus Silbererz einen Silberbarren machen, aus Meteoritenquark einen Meteoritenbarren, dann einen Meteoritensilberbarren. Da wirst du doch bescheuert. Okay, also man kann das Greifenschwert upgraden. Lohnt sich aber jetzt, sonst braucht man ein neues Rezept. Das kann man aber jetzt nicht machen. Mit dem, was ich jetzt habe. Also lohnt sich auch nicht, weil es schlechter ist als das. Das ist besser, braucht aber Level 23. Vielen Dank. Das wäre mal richtig besser. Aber braucht Stufe 17. Vielleicht baue ich mir einfach eins, was ich mit Stufe 17 dann gleich anlege. Stufe 15. Dafür brauche ich mal wenigstens meine blöden... was ist denn das für ein Stahlbarren? Lederbänder habe ich eh genug. Ich lege mal ganz kurz, repariere erstmal ein ganzes Zeug. So, dann lege ich mal mein neues Schwert an. So. Was habe ich jetzt da bekommen? Da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. So. Und dann vergleiche ich mir das nochmal. Stopp, stopp, stopp. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Würdest du... So,
So, Stahlwaffe. Also, Friedensstifter braucht Level 17. Das würde 45 mehr Schaden machen. Jetzt kann man hier nicht direkt das vergleichen. Mit dem, was ich habe. Also ich würde ganz gerne mein Schwert noch daneben sehen, aber man sieht ja schon, was das kann. Okay, das wäre praktisch nächstes Level. Aber ich würde halt den kritischen Trefferbonus verlieren und nur 25 mehr Schaden. Das finde ich nicht so geil. Und das braucht Level 17. Macht dann 45 mehr Schaden statt 25 bei Level 17. 10% Chance auf Taumeln, 10% Chance auf Verstümmeln. Hm. 45 ist schon relativ ordentlich. Bis dann. Ich guck mal ganz kurz noch in mein Inventar nochmal das Schwert an, was ich angelegt habe. 50% kritischer Trefferbonus hat immer nur einen Runenslot. Das will ich aber jetzt, ich hau da keine Rune rein. Das ist mir viel zu blöd, weil das Level 11 Schwert ist. Wenn ich ein Level 17 Schwert hätte, dann vielleicht. Level 10 Rüstung auch nicht. Nee. Was ist da? Die Level der Hose 9? 9? Nee. Nee. Was meint ihr? Lohnt es sich, das Schwert zu craften bei dem Hansel? Das ist auf Level 17 gleich. Grüß dich. Mache. Würdest du. Nee, Silberschwert nicht. Der Friedensstifter hat aber keinen Slot. Aktive Filter, bereit zur Herstellung. Fehlende Elemente, was? Ich will keine Filter. Dann mache ich das mal. Oder es gibt doch so ein paar Experten. Der Tenidor ist doch so ein Experte in Witcher, der kennt sich aus. Soll ich das Friedensstifter craften oder nicht? Davon habe ich genug. Lederstücke, Monsterklau habe ich. Ich habe von dem. Das Einzige ist Amethyst, habe ich nur einen. Dann habe ich bestimmt den Amethyst, der fehlt mir bestimmt woanders. Ich warte jetzt noch, das ist ein bisschen blöd. Ich warte noch auf Antwort vom Tenidor jetzt. Kann ich so lange mal was anderes Sinnvolles machen? Reparieren nicht, Verbesserung entfernen nicht. Zerlegen. Tinido sagt, ich würde es machen. Ja, dann guck, passiert jetzt tatsächlich nochmal was in diesem Spiel bei mir. So, jetzt habe ich ein Level 17 Schwert, was ich jetzt ein paar, zwei Level noch mit mir rumtrage. Ich bin ja fast Level 15. So, und jetzt schon ganz schön viel geschafft. So, nämlich ungefähr gar nichts. Findy Junior mache ich jetzt. So, und da werde ich jetzt mit Vernon Roche sprechen. Dafür rufen wir mal. Oder wir gucken mal auf die Karte. Vielleicht kann ich auch ein bisschen. Wohin soll ich jetzt? Dahin. Okay. Machen wir das so. Plötze. So, ich muss hier nach rechts. Schneller reiten darf ich hier nicht. Degeneration. Ja. Der Niedergang der Zivilisation. Heya! Was ist das denn für ein Zeichen da unten im Wasser? Versunkener Schatz oder was? Was ist das für ein Zeichen? Hey! So. Ich dachte gerade, es würde jetzt gerade abhauen. Okay, da war ein Reitsattel drin, aber ganz schön cooles Zeug drin gerade. Okay.
haben wir denn da gerade eingesammelt? Bestimmt ein Schwert, was besser ist als das, was ich gerade gecraftet habe. Dann drehe ich durch. Nein, schau mal kurz durch. Runenstein will ich jetzt nicht verwenden. Okay, ein Silberschwert, was schlechter ist. Das ist mein... Ui, es hat sogar 3 Runenslots auf Level 17, wenn ich das nachher nehme. Das ist ja nice, da freue ich mich schon drauf. Stufe 8 brauche ich nicht. Eine Rüstung, die besser ist als meine, gerade mal eben so gefunden. Die nehme ich mal, aber ich tue keine Runen rein, weil es eine Level 10 Rüstung ist. Aber immerhin mehr Rüstung. Schon mal Spielerwerte. Muss man mal vergleichen links. Genau. Was hat das? Das hat plus 332 Vitalität. Die Rüstung ist aber ziemlich gut. 332 Vitalität, das ist ganz schön viel. 30% Durchbohrungsresistenz, Zerschmetternresistenz, Aufschlitzresistenz. Ein paar Resistenzen. Die ist ganz schön gut, die Rüstung. Guck mal, unten rechts steht, wie viel Vitalität ich jetzt mit der Maus mal zeigen. 4600 Vitalität habe ich gerade. 4800, das ist der Hammer. Nice. Okay, das ist ziemlich nice. Ui, Bonuserfahrung. So war es natürlich auch mal nett. Aber 300 Vitalität weniger. Und 330 Vitalität ist schon echt eine Menge. Hat mehr Rüstung dafür. Und Bonuserfahrung. Na, Tatvitalität, so. 50 Ausdauer. Ich glaube, das ist genau das, was ich schon habe. Ja. Sieht auch gleich aus. Der Rest ist hier nicht neu. Oben habe ich noch ein paar neue Sachen eingesammelt. Mal kurz durchgucken. Hä? Wo ist denn der Stern? Ach da. Hühnerbeine, die im Wasser. Hühnerbeine, die im Wasser lagen. Da ist bestimmt nichts Schlimmes dran. Und irgendwelchen anderen Plunder. Okay. Passt. So, aber was wir eigentlich wollten, ist ja zu Vernon. Und Plötze wartet da schon. Lauf, so muss das sein. Er fällt ein mit der Plötze. Ich meine, einzig Amethyst wird das Schwert rausgehauen. Ich hoffe, das lohnt sich. Los, hier ist der Ölgarten. Da haben wir schöne Erinnerungen dran. Ich müsste mal rasten, damit ich meine Tränke und Bomben neu aufladen. Das waren die letzten in den. Das mache ich mal eben kurz. Kann ich auf dem. Liegt das daran, dass ich auf dem Pferd bin? Dass er nicht meditiert? Probieren wir gleich mal. Man kann auch auf dem Pferd meditieren, Anfänger. Ein echter Yogi kann das überall. Oh, sehr schön. Neue Markierung. Und ich glaube, hier geht es jetzt hier rein oder soll ich oben? Gucken wir das mal hier mal an. Die Höhle. Die schaue ich mir mal an. Vorher meditiere ich nochmal. Danke. Ins Inventar schaue ich mal. Also hier unten, hier oben habe ich was zu essen. Da habe ich die Schwalbe, da habe ich die Bomben drin. Was kann ich mir denn hier noch Schönes reinpacken in die Tasche? Irgendwas. So. Zerstört Monster, das ist besser. Ja, ein schwaches Licht wäre für die Höhle gar nicht schlecht. Quen. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Bitte? Bist du völlig übergesetzt? Ich habe nur Quen angemacht. Ja, easy. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe.
Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du links Grauhaar. Tja, er hilft uns am wenigsten ein bisschen weiter. Und links zwei. Kannst du mal kurz nach dem Lager umschauen? Nachgeschlitzt und links zwo. Für Nilfgaards Blut fließt unser Schweiß. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? In dem Lager noch was machen? Ein Händler oder ein Schmied oder sowas gibt's hier anscheinend nicht. Nichts angezeigt, schade drum. Muss ja Level 15 werden. Hier ist die Höhle. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ich habe mir ein paar Kräuter ein. Hier war ich ja noch nicht. Nicht, dass irgendwelche Kräuter sind, die ich noch nicht kenne. Und die mir nachher aber irgendwas fehlen, deswegen müssen wir eben mal schnell mit erledigen. Und dann sollen wir uns mit Roche bei der Brücke in Ochsenfurt treffen. Das wäre wo? Da unten. Müssen wir eh mit Plötze hin. Komm schon, Plötze! Genau, komm schon Plötze. Ach, so ein schönes Spiel wieder, wenn man hier mal lang reitet, wie gut schneller. Das aussieht. Das ist schon Wahnsinn. Beweg dich! Hammer. Weiße Haare, wie ein Müllersohn.
gerade nebenbei ein bisschen den Twitch-Chat. Da ist die Brücke. Was geht da denn? Erfreut euch am Anblick des Basilisken, des Königs der Schlangen. Ein Tropfen von seinem Gift tötet eine ganze Armee, sogar mit Pferden. Aber bestimmt gegen den kämpfen. Ich speichere mal. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Bisschen über den lustig machen. Hahneneier, sagst du? Und was für Hähne? Recken ihre Hinterteile anderen Hähnen wie brütende Hennen entgegen. Eier von so einem Hahn müssen von 101 giftigen Vipern ausgebrütet werden. Dann pickt sich der junge Basilisk den Weg ins Freie. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger! Tapfere Soldaten, nicht drängeln, sonst... Vorsicht! Wer soll mit dem Schwert rausholen? Wyvern verhaut man die mal eben. Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Das war ja mal eine spannende Quest. Nicht viel passiert. Okay, ich dachte, es wäre ein bisschen interessanter. Aber ich bin Level 15 geworden. So. Level 15. Was können wir denn mal aufleveln? Also entweder kann ich... was war's? Wo war's nochmal? Hä? So, erstmal Quellenzeichen habe ich natürlich angelegt, das ist wichtig. Genau, Axi kann ich noch. Das mit den Dialogen auch. Könnte ich auf Level 3 mal bringen. Das wäre was. Quen habe ich ja schon hochgelevelt. Das sind dann die verbesserten Quen-Zeichen. Das mag ich aber nicht. Das Charaktersystem gefällt mir nicht ganz so, weil man immer, wenn man halt das hier verbessert, verliert man ja, weil man nicht so viele Plätze hat, dann hinten wieder was. Also bin ich ganz zufrieden damit. Ja, mecker. Bin ich ganz zufrieden. Das muss ich mal. Also das könnte ich hier verbessern. Könnte Igni noch verbessern. Habe ich erst 1 von 5 drin. Oder meine Kampfsachen. Oder halt dann doch mal hier die Geschichten. Das klingt immer voll gut. Waffenschaden und Zeichenintensität. Das weiß ich auch nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Beschäftige mich auch nicht damit genug. Auch wurscht. So, damit habe ich ja schon 5 von 5. Das konnte ich mal maxen. Dann habe ich halt... Ja, wenn wir schon dabei sind. Die habe ich die ganze Zeit angelegt. Dann konnte ich irgendwann später die Stärkenangriffe. Was ist das noch? Die Kriegstrance. Okay. So, 1, 2, 3. Ich habe 4 blaue. Und 4 rote. Dann kann ich noch das letzte blaue Zeichen jetzt anlegen hier. Das hier noch. Irden verbessern. So richtig überzeugend finde ich das zwar nicht. Aber wenn ich den Slot eh frei habe, kann ich das machen. So. 2 Level brauche ich noch für mein Schwert. Das passt. Und als nächstes treffe ich mich mit Rosch bei der Brücke.
an 3 Pfund Stahl.